meistens vergesse ich es, weil ich habe mich ziemlich Das Hockey-Liebe nimmst du nicht? Soll ich nicht? Aber das weiß er dann nicht. Doch, er hat gesagt, er sagt dann irgendwie weh und schnauzt mich an oder so. Ah, dann schnauzt sich dich an mit dem Hockey-Liebe. Ja, das ist das Hockey-Liebe. Ja, du schnauzt, nicht er. Ja. Frau Wachter, was ist los? Also, nein, Gäste sind nicht so unfreundlich. Ja, er hat auch die Informatiker. Hey, Tanzlehrer. Bist du noch hübsch? Tanzlehrer. Standard-Dance. Ich war früher in der Tanzschule, der hieß Seidel. Seidel? Jetzt heisst er Band. Ja, Tanzlehrer. Aus Bands Tanzlehrer von Solothurn. Ja. Ja. Morgen schauen alle im Twixtail rein, wie man dich findet. Könntest du nicht etwas vortanzen? Ja, nur mit dir. Mit der Frau Weber. Könnt Willkommen beim Ventil. Das ist die vorletzte Sendung in diesem Jahr 1000. Wir haben für euch wieder einige ganz interessante Sachen da parat. Unter anderem der Herr Kiburz. Herr Kiburz, Sie haben eine Reklamation anzubringen. Habe ich das richtig gelesen? Ja, schon irgendwie, oder? Ja. Nein. Also ich finde es irgendwie absolut scheiße, dass die Leute einfach alles probieren, um die Sendung zu kommen, oder? Ja. Weil vor zwei Sendungen hat der Febu angerufen und dann geheißen, es wird Klarlicht, ein Scheissdreck, oder? Ja, ja, Klarlicht ist klar. Das letzte Mal noch die Daniela Hallo. Also ich finde einfach, was soll das? Das verstehe ich auch nicht. Die regen mich auch immer auf. Wobei für uns ist jetzt ein Klarlicht klar. Ist das für euch klar? Das ist ein klarer Fall. Ja, weißt du, ich finde einfach über solche Scheissdreck, oder? Ja. Weil für dich bei Klarlicht bin, dort wird auch wieder akzeptiert, ja, oder? Ja, weil die Klarlichter, die tun da also. Ja, ich verstehe es genau, was du meinst. Ich verstehe es genau. Tschüss, leck mir. Halt gut. Wir haben die Anzeigen vom letzten grossen Contest. Unsere Ventil Showband. La Bamba. Bala bala e la Bamba che necessita una poca de grazia. Gut, das machen wir später. Es ist ja nicht eigentlich eine Schlagersendung. Wir haben ja da festgestellt, dass unser Herr Gress, ich meine, Sie wissen welchen, ich meine, der mit der Spezialfrisur, der häufig als die Frau am Spielfeldrand erkannt wird, der Herr Gress, der hat ja ein ganzes massives Rückenleiden. Und darum ist es jetzt für die Nationalmannschaft sehr schwierig. Sie suchen jetzt schon einen Ersatz. Sehen Sie? Haben Sie das gesehen? Schauen Sie. Das muss man sehen. Er wird nicht auf die griechische Insel Färöer reisen, wegen dieser unglaublich kühlen Temperatur. Sehen Sie, das schlägt da hin. Das ist der Ischias da hinten. Und schauen Sie mal, wie er auch mit der Lippe das, wie er da reagiert, oder? Sehen Sie? Und da hinten sehen Sie seinen Physiotherapeut, ein Chiropraktiker ist das, mit dem bösen Blick. Das sieht man immer. Chiropraktiker, das müssen Sie wissen, die haben. Chiropraktiker haben in der Regel die Ohren unter der Augenlinie. Die haben das unten dran. Das kommt von dem Würgen die ganze Zeit. Das hat Folgen. Ja, das ist der Herr Gress. Und es tut mir leid, dass er die Nationalmannschaft wird aufgeben müssen. Sie haben es ja gesehen im 10 von 10. Und wir wünschen ihm von da aus ganz gute Besserung. Ganz gute Besserung. Er wird wahrscheinlich lange im Bett liegen und dann wird ihm seine Haare, Frisur und alles durcheinander geraten. Ja, ja. Daniel Roth. Ja. Ja, Daniel, was möchtest du? Ja, ich bin ganz viele Meinung und würde sagen, es ist gut, dass der Kibor rausgeschossen hat. Ich möchte gerne das Rätsel lösen. Das Rätsel lösen? Ja. Was für ein Rätsel? Das Rätsel vom letzten Mal. Mit der Kuh, der Salbi, dem Ei und dem Teddy.
Kuh und dem Teddy, ja, was wäre das für eine Antwort? Ja, ich denke, ich als Koch würde sagen, Kuh kann man als Kalb nehmen und Kalb mit Salbei, Kalbschnitzel mit Salbei, ist dem Teddy Roosevelt sein Lieblingsgericht gewesen. Also es deutet jetzt sehr vieles darauf hin, dass du Diätkoch bist, weil es ist die falsche Antwort. Scheiße. Tut mir ja, tut mir sehr leid. Und tschüss! So, wen haben wir als nächstes am Apparat? Haben wir gerade noch jemanden? Das ist manchmal schwierig, zum durchkommen. Diri, bist du das? Diri, jetzt sag, was du zu sagen hast. Was ich zu sagen habe? Ja. Oder will ich sagen, ob nicht einmal jemanden einladen will, der mit dir den Abend lang zusammen bestreitet, weil für einen Mensch auch immer ist schon ein langweilig, es tun, würde es reinbringen, oder? Streiten? Willst du gerade mal streiten? Nein, ich möchte den Wettbewerb noch gehen und mit meiner Familie verreisen. Ja, jetzt schon mit der ganzen Familie? Ja, ich gehe mit allen zusammen. Mhm. Woher willst du? Ich kann schon aufrühren. Woher willst du? Ja, wohin geht's? Auf Färöerinseln? Nein, dann gehen wir erst nächstes Jahr. Das ist vielleicht ein Einwegticket. Ja, wüsstest du denn die richtige Antwort? Kettenantwort. Kettenantwort? Das ist leider falsch. Nein. Tut mir leid, Kettenantwort. Ja, aber er hat mit Ihnen Parolen bieten, hat nichts mehr gesagt danach. Kettenantwort. Tut mir leid. Sie hätten ihn ich sollen einladen, da Herr. Ja, aber er hätte die Antwort richtig geben müssen. Darf ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen, da ganz einen interessanten Mann vorstellen. Es ist niemand anders als der Albert Kuhn. Sie kennen ihn von vielen Sportübertragungen vom Schweizer Farbfernsehen. Der Albert Kuhn. Herr Kuhn, grüezi Sie wohl. Es ist nicht irgendein Schiedsrichter, sondern er ist Nationalliga-Schiedsrichter, nämlich. Jawohl, das ist richtig. Albert Kuhn, Nationalschiedsrichter. Ich habe letztes Wochenende gerade wieder einen Ernsteinsatz gehabt. Und zwar habe ich über hier Luzern gepfiffen. Und das ist wieder eine sehr hektische Sache. Geht Sie jetzt ja um Finalrunde, Anspannung etc. Genau, sind Sie da nicht Sie vielleicht gleich Partei als Aargauer? Ja, das ist natürlich schwierig immer, oder? Die Aarauer sind jetzt in der unteren Strichkeit. Das ist natürlich klar, dass es hier da, schwierig werden für die. Aber wir wollen ja fairen Sport. Das Sie wollen ja bei der Weihnachtssendung vom Herrn Gotthard, Gottschalk mitmachen. Also ich will Wettkönig werden. Und Sie haben eine ganz wunderschöne Wette, die Sie da, wie so viele andere vor Ihnen, zum ersten Mal werden präsentieren. Was ist das für eine Wette? Also das ist sozusagen eine Hauptprobe für mich. Wir haben ja immer das Problem mit dem fairen Sport, dass wir bei den Spielerinnen und Spielern immer ein bisschen Probleme haben im Strafraum. Ja. Ich sehe ja nicht alles, oder? Ich muss auf meine Linienrichter schauen. Nicht alles gesehen, Und jetzt habe ich hier meinen siebten Sinn ein bisschen trainiert und ich erkenne also jetzt die Spieler am Geruch. Weil die schwitzen ja immer, gerade wir haben es vorhin gesagt, Strichkampf und so. Ich erkenne also die am Geschmack. Also, um das kurz zu machen, ich sehe, sie neigen zum Ausufern. Sie kennen also die Spieler am Geschmack des Leibli. Ganz einfach, Frau Weber. Frau Weber ist unsere Glücksfee. Oh. Ja. Und sie schmecken ja auch manchmal ein bisschen streng. Und sie können jetzt, also ich meine, sie schmecken manchmal, wenn es streng schmeckt, meine ich. Ja. Und sie könnten jetzt vielleicht. Fangen Sie nicht wieder an? Nein, Sie könnten jetzt vielleicht aus unserer Urne eine Ziehung machen, wenn wir im Schiedsrichter Albert Koller seine Brille aufgesetzt haben. Und ich will das vielleicht für die Heimer zeigen. Das ist also die Brille, wo man nicht durchschauen kann. Sie sehen das selber. Man sieht nichts, nada. Darf ich Sie bitten, die Brille anzulegen, Herr Koller? Und Sie gehen, wie so viele Rentnerinnen, ab in die Urne. Da muss ja wieder mehr stimmen. Können Sie sich führen? So, nicht stolpern da. Also, um das jetzt ganz klar zu machen, Frau Weber wird jetzt hier ein Liebling rausnehmen. Sie wird es aufheben und der Herr Koller, nehmen Sie irgendeines, wird. Gut. Der Herr Koller wird jetzt sofort erkennen, oder vielleicht auch nicht sofort, von welchem Spieler das Liebling kommt. Wenn Sie vielleicht das zuerst eingrenzen. Ja, ich müsste mal da ein bisschen Achselpartie haben. Das ist immer schwierig am Bauch, merkt man nicht so viel. Ja. Das schmeckt eher so nach. Gibt es da irgendwelche Indizien schon für den Club vom Stoff her oder sonst vom Grundgeschmack? Das hat ein bisschen einen chemischen Touch, würde ich sagen. Wird also gewaschen ab und zu? Ja, ich denke, es könnte auch mit dem Stadion. Das ist so ein bisschen der Joggerli-Geschmack. Ja, sind Sie richtig. Aber jetzt wollen wir den Spieler wissen. Machen Sie es kurz. FC Basel, das ist gegessen. Ja, muss ich raten. Massimo Ceccaroni. Massimo Ceccaroni! Auch das ist recht. Ein Applaus, das haben Sie sehr gut gemacht. Sehr Sie können das mal waschen. Möchten Sie gerade ein neues Liebling nehmen?
Machen Sie kein Seich. Lassen Sie so ganz das ist ja ein Hockey-Liebling. Nein, aber das geht hören Sie doch so auf. Wenn ich Sie schon zu Glücksfest stempeln. So. Das ist das Nächste, hä? Ja gut, das ist einfach natürlich. Es ja, hat das billige James Bond Parfum drauf. Es schmeckt nach Bratwurst. Ja. Das ist die zweite Hälfte. Ja. Mal, das muss ein Traditionsverein sein. Ja, gut, ihr Verhalten schmeckt das hier. Da. Ich tippe GC. Sie sind wirklich ein Schiedsrichter. Das geht auch lang, bis Sie Stefan endlich. Stefan Schapisa. Gut, es ist leider nicht richtig, weil er heißt Stefan. Sie haben dort haben Sie einen kleinen Fehler gemacht. Da können Sie bei Wetten, das können Sie mit wenigen Flapsen nicht tun. Gut, jetzt können Sie vielleicht noch das Letzte machen. Nein, jetzt können Sie selber nehmen. Ich mag nicht mehr. So. Können Sie selber noch etwas schmecken. Und wir machen weiter mit dem Herrn Isenschmid. Herr Isenschmid, Sie ja, haben die Lösung von dem Rätsel. Die Lösung vom Rätsel, hätte ich gerne gegeben, ja. Ja. Ich würde sagen Kugelschreiber. Kugel. Schrei. Schrei. Bär. Kugel, Schrei, Bär. Ist das gut? Oder Bär? Am Schluss Bär vielleicht, nicht Bär, aber Bär. Kugelschreibär. Ja, Bär. Da kann man nicht dagegen sein. Wie schreiben Sie sich apropos Kugelschreibär? Ja, ich schreibe mir einfach Isenschmid. Isenschmid, Vorname? Werner. Wernher. Ja. Ja. Strasse? Ja, das heisst Viale, Canave. Das ist schwierig, he? Viale, ja. Canave. Ja. In Mendrisio. Mendrisio? Ja, aber Isenschmid, Mendrisio, allein es gibt nur einen. Mendrisio-Schmid? Ja, könntest du auch sagen, ja. Okay, alles klar. Sie verreisen mindestens eine Woche nach Kreta mit der Helvetik Tour. Pur. Ja, super. Leider aber hey, lass jetzt noch schnell eine Frage. Ich habe drei Kinder. Und eine Frau natürlich. Gratulieren. Längt das? Sind die Kinder von der Frau? Die sind alle von der gleichen Frau. Also auf die konkrete Frage, ob die drei Kinder längen, dann müssen wir sagen, das längt. Die längen wirklich. Es längt, danke dir. Längt wirklich. Mein Gott, das ist ja ein Rammler. Es gibt nicht häufig Toni. Frau. Toni! Ja? Schau da, Bali. Ja, wir sind dran, Toni. Kannst du loslassen? Ich habe das Moment in Spar gekommen. Ich hätte nämlich das auch gewusst, oder? Hast du es auch gewusst? Ja, aber weißt du, jetzt muss ich das Kugelschreiber, oder? Ja. Hat eigentlich jeder Löhli gewusst, der deine Sendungen schaut. Ja, weißt du, es schauen ja nur Löhlis. Ja, darum lädst du ja auch an. Ich muss jeden Mittwoch habe ich den grössten Ehekrach, weil die Frau schauen. Das ist klar. Yolanda, oder? Weil die finde ich einen heissen Typ. Ja, das ist auch so. Ich ein Horror. Ja, bei Frauen komme ich in der Regel gut an. Ich verliere. Ja. Du musst vielleicht auch mal ein bisschen, weißt, ein bisschen frecher werden, ein bisschen anständige Kittel tragen, schöne Krawatte und so. Die Haargrau wachsen lassen. Ja, ich bin schon mal, oder? Ich kann ja jetzt nach der Milch vier Kittel anlegen. Ja, aber lieber ein Pyjama wieder ein Abholztrainer. Musst du zugeben. Und Adilette. Gut, aber der Anfang war also ganz gut mit dem Gress, mit den Ferröhr und mit dem Ruckeleiden. Gut, bedanke mich herzlich. Aber wir reden auch Kreta. Ja, dann müsstet ihr vielleicht das nächste Rätsel wissen. Ja, ist gut. Habe ich eins? Ich hätte eins. Also, sag mir eins. Gut. Ja. Die Sendung wird dann wiederholt im nächsten Jahr. Und vielleicht haben wir dann ein bisschen mehr Glück. Also, ciao Toni, einen Gruß deinem Schatz. Jetzt hätten wir da. Ja, das ist ein ganz ein schlechter. Schlechten Einstieg. Heimisches Fernsehschaffen darf ich Ihnen präsentieren. Wir haben es dann nicht bei dem Stefan Schappi. Haben Sie das Liebling endlich herausgefunden, Herr Koller? Ja, es ist wieder Strichkampf. FC Zürich. Jetzt sind wir aber nicht bei der Verlängerung. Schon Bartlett. Das richtig gesehen. Herr Paul, das stimmt. Bravo. Wer ist der Mann? Darf ich Sie zu Hause fragen? Wollt ihr etwas spielen? Ich höre gerade. Wir haben einen Dusch. Macht einen Dusch, bitte. Ja, macht einen Dusch. Sehr gut, sehr gut. So, also kommen wir jetzt zur Sache. Das ist, da müssen jetzt vielleicht die Kinder ein bisschen weg vom Schirm, das ist der Sammy Klaus. Der Sammy Klaus, das haben die vielleicht schon gemerkt, hat gar nicht immer so einen langen Bart. Nein, das ist also die modische Form des Sammy Klaus mit dem kurzgeschnittenen Bart und mit dem farbenfrohen Ton-in-Ton-Dress aus dem Manor. Die Leute vom Schweizer Fernsehen werden ja eingekleidet von Spezialistinnen und Spezialisten. Die machen ganze Konzepte, wie kann man einen Moderator anständig anlegen. Und den Klaus hat man jetzt da also mit dem Manor-Outfit angelegt. Ja, es ist eine Berufsuniform. Die Broschüre können Sie bei uns bestellen. Nils, du willst etwas sagen? Nils,
Wenn du so etwas sagen sagst, sagst du lieber nicht. Gehen wir mal dem Sami Klaus auf die Spur, hören wir mal, was er sagt. Er kündigt hier unseren gemeinsamen Freund Stefan Tabatschnik an. Jetzt müssen wir ja meinen, in der Zeit des Farbfernsehens, in der Zeit, wo man ganze Wägel auf dem Mars aufschickt mit Raketen, für wie viele Millionen, Frau Weber? 270, 680, Hunderte von Millionen Franken und nicht mehr findet. Einfach weg. Müsste es ja möglich sein, dass man eine Tonverbindung kann herstellen kann. Man hat ja auch, das wissen viele Leute nicht. Mir ist aber gerade aufgefallen, man hat dann gesagt, wenn man schon so ein Wägel auf den Mars schickt, dann schauen wir auch, dass es einen Ton bringt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Weltraumfahrt hat man gesagt, wir schicken ein Mikrofon mit, ist das nicht grossartig? Wir zahlen Millionen und Abermillionen dafür, dass die bei der NASA so Sachen herausfinden. Und jetzt kommen die 1999 auf die Idee, ein Mikrofon. Ich meine, das wäre jedem von uns, wäre das schon viel früher in den Sinn gehabt. Nein, dann kommt es jetzt in den Sinn. Und jetzt, wie die Rakete oder das Wägel ist ja verschwunden, aber jetzt haben wir hier eine interessante Übertragung vom Herrn Tabatschnik. Ja, guten Tag. Was für ein Zeugnis erhalten die Banken unter dem Strich vom Völkerkomitee? Sie haben kooperiert mit... Haben Sie das gesehen? Können Sie bitte noch mal ganz genau hören, was er sagt, wenn er nichts sagt. Er hat also das Maul parat zum Reden, redet aber schon vorher. Sie haben kooperiert mit der Völkerkommission, das ist einmal ein gutes Zeugnis. Es ist ein bisschen, wie wenn man, es ist ein bisschen fast so in der Art, wie wenn man einen Pornofilm aus Bangkok anschaut, der in Deutschland gedreht wurde, mit spanischen Untertiteln und dann einfach direkt über das Zeug hineingeredet. Lippen unsynchron sagt man dem. Und Sie sehen hier, der Herr Tabatschnik, der hat auch noch ein Problem. Er ist ja schwerhörig, das weiss man. Und er nimmt sein Hörgerät jetzt gerade raus. Sehen Sie da? Tack! Sehen Sie? Also, das ist vom Schiessen. Das hat er vom Schiessen, weil er hat immer ohne Gehörschutz geschossen. Und jetzt hat er da die leider schwere Verletzung. Lippen unsynchron, muss man sagen. Asynchron. Herr Pfunder! Sie ja, möchten... Pfunder. Hi, Frank. Pfunder. Ja. Ja. Du, warum ringen wir hier beim Fernsehen nicht mehr ein? Okay, das wäre doch viel besser als ewig der langweilige Fußball, oder? Jetzt haben wir doch gerade vorher ein Eishockey-Dress vom Eishockey-Schiedsrichter. Ja, das sind eh die Dümmsten, das wissen wir, aber... Nein, eben. Ja, also gut, die gehören auch zum Eishockey, oder? Ja, es sind Arme, ich weiss. Dass keine Brüder bekommen und so, aber... Es wäre doch wirklich besser, wenn ich einen Freiburger oder so könnte bringen. Sind Sie ein Freiburger? Nein, Luzerner. Luzerner? Ja. Aber Sie geben sich als Aargauer aus, wenn Sie, dass man Sie nicht kennt? Ja. Nein, ja. Ja oder nein? Ja oder nein? Nein, jetzt konkret, jetzt Stellung beziehen. Ja oder nein? Was? Nein, eben. Schade. Wir haben hier einen interessanten Gast, das ist der Sangeskünstler Räber. Räber, ein Mensch, wie so viele Menschen, wo nie aufgefordert worden ist, er soll singen. Ich möchte mich nicht erinnern, dass irgendjemand da bei uns im Studio, geschweige denn Ventil, Showband, geschweige denn, Ventil Showband jemals gesagt hätte, Herr Räber, singen Sie uns mal ein Lied. Niemand. Nicht einmal meine Mutter, die sonst sinnige Ideen könnte haben, hat gesagt, Herr Räber, warum singen Sie nicht? Niemand hat das gesagt. Und doch singt er. Das ist ja schon genug schlimm für uns. Aber er singt nicht einmal lippensynchron. Er ist praktisch der legitime Nachfolger von Tabatschnik. Schauen Sie sich genau an, was er da trällert. Doch es geht Sehen Sie, also, ich meine, das ist jetzt der dicke Hund der Woche, dass er nicht singen kann. Dass er nicht singen kann, das ist das eine. Aber dass er nicht lippensynchron nicht singen kann, das ist das andere. Und das ist einfach für uns zu viel. Sehen Sie? Es kommt von vielen Schifffahren. Schaukel und diese grünen, unreifen Bananen, die er immer sagt. In den Shop, ist klar. Nein, Herr Eber, das sollten Sie nicht machen. Das sollten Sie nicht machen. Gehen Sie jetzt bitte wieder zurück auf Ihre Insel und hören Sie auf mit diesen Dia-Ebungen bei uns und hören Sie vor allem auf Singen. Und vor allem hören Sie auf Lippen asynchron singen. Philipp Kräutli. Philipp? Ganz schlecht. Da hätte ich dann noch ein Rätsel für die nächste Sendung, aber machen Sie es jetzt nicht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, darf ich Ihnen an dieser Stelle den Urs Benz vorstellen. Sie kennen vielleicht den Urs Benz aus dem sonnigen Kanton Solothurn. Die dort bei ihm in die Tanzschule gehen, die kennen ihn. Herr Benz, schön sind Sie da. Herr Baumann. Das ist jetzt wirklich einer von diesen ganz tollen Fällen, wo wir jemanden haben, wieder, der jemandem gleicht, der jemandem extrem gleicht. Herr Benz, sagen Sie es selber, wem Sie gleichen. Thomas Bucheli.
vom Schweizer Fernsehen. Das habe ich gerade gedacht, wo er aufgekommen ist. Es ist frappant. Ich denke, ich habe ihn schon mal gesehen. Das muss man sagen. Es ist schon wahnsinnig. Es ist frappant. So wahnsinnig. Das ist etwas, ich meine, ich werde ja häufig in der Öffentlichkeit angesprochen, wie ist es für Sie? Also als ein Bucheli, das ist ja jetzt wirklich einer der Letzten am Fernsehen, weil er bringt immer das falsche Wetter. Wie gehen Sie jetzt mit dem um, wenn Sie verwechselt werden? Ich muss einfach immer die Zeitung lesen, damit ich weiss, wie der Wetterbericht aussieht. Weil die Leute fragen natürlich immer, wie wird das Wetter? Und ich habe mich langsam daran gewöhnt, dass ich irgendeine Auskunft gebe. Es spielt eh keine Rolle, was ich sage. Ja. Also er macht ja auch irgendwie so nach Handgelenk mal bei, die Prognose. Wie ist denn das? Haben Sie da unterschiedliche Reaktionen nach Wetterlage, wenn es schön ist oder wenn es schlecht Wetter ist? Haben Sie da aggressive Reaktionen vielleicht sogar? Das kommt vor, ja, dass man da ein bisschen aggressive Reaktionen spürt. Aber man muss das natürlich immer ein bisschen differenzieren, weil Wetter ist nicht für alle gleich. Oder? Und da muss man halt schon schauen, dass man das vielleicht irgendwo kann sagen kann. Wenn Sie nicht zufrieden sind mit dem Wetter, dann können wir vielleicht immer einen anderen ein bisschen besseres Wetter bringen. Oder? Wie ist das jetzt? Sie sind verheiratet. Ich stelle mir vor, das ist noch verrückt, wenn man jetzt, also muss ich jetzt Ihre Frau fast fragen, Frau Benz. Wie heißt sie zum Vornamen? Nicht Mercedes. Ursula. Ursula Benz. Sie sind jetzt zuhause und schauen die Sendung. Sie gehen ja dann eigentlich mit dem Herrn Bucheli ins Bett. Also nein, wissen Sie, was ich meine? Ich? Also, nein, ja, also meine Frau. Ihre Frau? Also Sie gleichen ihm so frappant? Das ist ja, er gleicht mir, kann man natürlich auch anders sagen. Also, ich bin natürlich da auch. Sonst selbstbewusst. Ja, das ist aber noch verrückt irgendwo. Haben Sie das noch nie thematisiert? Im seine Frau geht im Fall mit mir ins Bett. Also, wir können das ja umdrehen. Na gut, Sie sind Tanzlehrer, dann ist das wieder etwas anderes. Da hat man weniger so Berührungsängste, da tut man ja geschlossen tanzen. So, das ist richtig, ja. Gut, also ich danke Ihnen vielmals, dass Sie gekommen sind. Ist sehr nett. Wie ist das Wetter morgen? Ich meine, ich probiere Sie jetzt gleich, das zu fragen. Haben Sie sich schon vorbereitet? Ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade dran, mir eine neue Tanzzeit zu studieren und habe jetzt im Moment nicht so die Gelegenheit gehabt, mich mit dem Wetter zu befassen. Aber das kommt vielleicht später. Ja. Ich gehe noch mal schauen. Gut, danke vielmals. Herr Baumann, ein Gruß in den schönen gut. Kanton Solothurn. Ja, Frau Weber. Frau Weber. Ist gut. So. Unglaublich. Ja, das ist jetzt wirklich frappant. Wir hatten schon Leute, die nicht so lookalike sind, nicht so gleich. Also der sich als Illy ausgegeben hat, ist wieder weniger gut gewesen. Aber er ist jetzt wirklich, gell, ist extrem gut gewesen. Kameramann nickt. Kameramann redet nie, die nicken nur. Wie man hat ihnen gesagt, dünnt nicht reden. Oder man kennt das vom Dienstagsclub, von der Arena. Das wäre Katastrophe, wenn der Kameramann plötzlich anfängt zu reden. Macht er nicht. Die lernen das in der Ausbildung, nicht reden. Nur scharfe Bilder machen. Patrick? Ja, das ist wahrscheinlich die Sonde, die vom Mars ist. Das ist jetzt ein kleines Problem, dass man das nicht hören kann. Ich könnte Ihnen da noch etwas anderes Interessantes zeigen, nachdem wir den Herrn Reber schon hatten. Das wäre niemand geringer als... Ui, ich will Ihnen nicht verraten, wer es ist. Aber Sie mögen sich vielleicht an den Menschen erinnern. Den Menschen, der... Richtig, Unterhaltungschef vom Schweizer Fernsehen ist. Sie werden sich fragen, wie wird man Unterhaltungschef vom Schweizer Fernsehen? Wird man das mit Losziehung? Zieht jemand es los? Gibt es eine Abstimmung? Bewirbt man sich da? Oder kann man gut musizieren oder irgendetwas? Nein, man muss ein Diagramm zeichnen. Das ist etwas vom Wichtigsten. Und der Mann, den wir hier sehen, der Unterhaltungschef, der Markus Stöckli, der ist der Unterhaltungschef und er zeigt uns jetzt eigentlich wie ein Lehrer, die meisten sind ja Lehrer, zeigt uns jetzt, wie eine Fernsehsendung funktioniert anhand von einer normalen Tafel, von einer Grafik. Passt Sie also auf, was er uns da sagt. Telstar kommt das ganze Jahr und wir haben da jeden Montag eine Sendung, Telstar, und in jeder Sendung sind zwei neue Kandidaten. Sie werden jetzt vielleicht meinen, es sei eine alte Geschichte, die wir Ihnen da zeigen, aber wenn Sie sehen es gerade an seiner Handbewegung. Moment, ich tue es gerade parkieren da. Schauen Sie, jetzt wenn er die Hand macht, also die jungen Leute, die jungen, nicht die in der Altersheim, die jungen, die reden ja immer so, oder? Die tun ja immer die Hände so, wasche, voll krasse, voll aggressore, wasche, mach keinen Stress, gib Beule mit Keule, wasche. So redet die ja. Und der macht das auch. Sie müssen jetzt bitte genau auf die Hand schauen, wie er die Hand bewegt. Jetzt sehen Sie. Es kommt da aus dem Inneren raus, das ist die sogenannte Wasche-Bewegung, der Wasche-Wusch. Das macht er da ganz typisch. Also, wir sehen da, es ist eine jüngere Aufnahme aus der letzten Zeit. Achtung, passen Sie auf. Da kommt das Ganze. Wusche. Also, jetzt tut der eine Fernsehsendung erklären, wo wir, wenn wir das Bild anschauen, sagen wir, aha, es gibt verschiedene Runden, am Schluss gibt es jemanden, der Finalist ist. Wir sind ja keine Idioten, wir Zuschauer. Aber gleich meint man da beim Schweizer Fernsehen, dass die Mehrzahl der Zuschauer Idioten sind. Und darum tut er da uns jetzt das erklären, wie so eine Sendung funktioniert. Passen Sie also auf. Versuchen Sie nicht rauszukommen, passen Sie einfach auf. Eine Sendung, Telstar, und in jeder Sendung sind zwei neue Kandidaten dabei.
Jeweils 9 Sendungen haben wir zusammengefasst zu einer sogenannten Vorrunde. Nämlich die Sendungen 1 bis 9, das ist die erste. Die Sendungen 10 bis 18 ist die zweite also Vorrunde. Eben, er macht es natürlich langsam, damit wir alles schön Schritt für Schritt können mitverfolgen. Die Sendung 28 bis 36 ist die vierte Vorrunde. Und sehen Sie, jetzt, jeder, der das einfach einmal gesehen hat, weiss, aha, es ist ein Trichter, am Schluss gibt es jemanden, der gewinnt. Mehrere Spiele gegeneinander, am Schluss gibt es jemanden, der gewinnt. Aber er nimmt sich die Zeit, uns das bis zum Abwinken zu erklären. Von allen 18 Kandidaten, wenn Sie gerne wissen wollen, wie die Sendung Ventil funktioniert, wie der Sinn dieser Sendung ist, schreiben Sie an Schweizer Fernsehen. Zu Handen vom Herrn Markus Stöckli. Er wird Ihnen nicht nur das Diagramm von dieser Sendung schicken, das Organigramm, das Diagramm, sondern er wird Ihnen auch noch Videokassetten schicken, wo Sie genau sehen, wie die Sendung konzipiert und aufgebaut ist. Herr Herbst, Sie haben auch noch etwas beizutragen zu dieser Sendung. Ja, natürlich. Ich schaue das auch immer wieder. Ja. Mir ist aufgefallen, wie hervorragend eigentlich die Frau Weber da in ihrer Sendung passt. Und ich finde, sie sollte die Sendung auch einmal moderieren können. Ja, haben Sie das gesehen, wo wir in der letzten Sendung mit der Frau Weber den Versuch gemacht haben, einen Platz für Rentner? Das habe ich gesehen, ja, ja. Und dort hat sie sich ja sehr profiliert. Aber ich weiss nicht, ich meine, wir haben ja doch auch noch einen guten Ruf zu verlieren in dieser Sendung. Ich weiss nicht. Also, es ist nicht gegen Sie. Nein, nein, es ist nicht gegen Sie. Sag sie mir wieder los, einfach. Ich finde es einfach grossartig. Ja. Ich will da nicht in den Vordergrund stehen. Aber Frau Weber ist doch noch nie an dem Pult gesessen. Wie nein, aber wissen Sie, Frau Weber macht ja die Sendung Risiko jeweils. Ja, ja. Haben Sie auch schon gesehen? Erzählt wieder, hören Sie jetzt auf. Ja, ja, so. Die schaue ich nie, aber es könnte sein, dass sie recht hat. Ja, es ist sie. Ist sie das, es gibt sehr viele Leute, die wegen der Frau Weber Risiko schauen. Ja, aber der Filippo Leutenegger zum Beispiel, der hat doch das auch gemerkt, dass er jetzt einfach mal zu lang auf seiner Sendung ist und hat jemand anders angeschoben. Und ich finde, mit dem Ventil könnte man so einen Versuch auch mal machen. Vielleicht, ich nehme das gerne auf, Herr Herbst, weil ich meine, jetzt im neuen Jahr 1000 wäre das vielleicht genau der richtige Weg. Frau Weber ist noch jung und da müsste ich meinen, dass man das und der Frank Baumann als Supervisor hinten dran, das würde mich wirklich mal spannend tun. Ja, wirklich. Bedanke mich für die wertvolle Anregung. Und tschüss! Sie so. Haben gar keine Vorstellung, was Sie da leisten. Nein, die haben keine Vorstellung. Mir ist das fast spielend. Der Weber ist sehr gut. Nein, überhaupt kein ist in Ordnung. Technisches Know-how und so weiter. Das ist jetzt nicht Risiko. Das ist jetzt nicht Risiko. Jetzt müssen Sie rasch. Müssen Sie nur schnaufen. Versuchen Sie, die Mitte zu finden. So, kennen Sie den Max Fehlmann? Der Max Fehlmann ist da bei uns, er kommt vom Bundesamt Backum. Und ich glaube, man kann jetzt einen Applaus geben. Das könnt ihr Zeit zum Beispiel machen, Frau Weber. Hey. Max Fehlmann, Sie sind vom Bundesamt für Kommunikation. Ich will jetzt nicht einen Kalau bringen und sagen, Sie führen etwas im Schild, aber tatsächlich haben Sie ein Schild mitgebracht. Warum? Wir haben ein Projekt gemacht. Das Gall und Reif 2000, das habe ich begleitet und betreut und auch fertiggestellt. Ja. Und das ist ab 1. Januar gültig, ab morgen bereits in Kraft. Können Sie es ganz kurz frei präparieren? Was ist Gall und Reif? Das ist ganz eine einfache Sache. Da gibt es einfach eine Nummer für jede Person. Und die Nummer gilt für das Handy und auch für das Auto. Also das ist jetzt die tatsächliche Neuerung. Man hat hinten ab dem Jahr 2000, am 3. Januar ist das richtig? Das ist richtig, jawohl. Hat man nicht mehr, also wenn man will, kann man sie noch lassen. Haben Sie richtig verstanden? Aber sonst an sich hat man Anrecht auf eine neue Nummer. Richtig, wir haben ein Beispiel. Entschuldigung. Ja. Und das ist jetzt die Handynummer. Richtig. Und die kann man bereits ab morgen kann man die auf den Strassenverkehrsämtern lösen. Ja, also der Vorteil ist natürlich jetzt bei dieser Nummer 079 403 34 41, dass wenn man zum Beispiel jetzt jemanden sieht mit dieser Nummer, dass man ihm gerade anrufen kann und kann zum Beispiel in Mass rechnen. Richtig, richtig. Bei Rot drüber rein, bei Rot nicht weiterfahren, kann ich schnell vorrufen und sagen, was ist. Ja. Ja, also man tut damit auch die Lebensqualität an befahrenen Strassen wesentlich erhöhen, weil man nicht mehr so viel hupen. Man kann dann telefonieren. Also das, kann man das gerade mal ausprobieren? Das kann man mein Nachbar der hat mir gerade so etwas da gegeben. Ja. Kann man da anrufen? Da kann man gerade anrufen. Wo hat denn da den Hörer? Ja, also,
Herr Weber, Herr Paul, machen Sie das. Hören Sie, was mich noch interessant dunkt, ist, Sie haben das auf den 3. Januar machen, Sie machen es jetzt aber gleich früher. Also ab morgen sagen Sie, kann man über die Straßenverkehrsämter schon gehen. Warum? Weil wir müssen ein paar Testläufe machen, um allenfalls Fehlerquoten zu korrigieren, dass wir dann wirklich ab Neujahr alles eine schleichende Einführung eigentlich. Richtig. Und dass auch nicht alles überfordert ist. Anfangsjahr. Also kann aber wenn denn die Nummern da sind, kann man schon anrufen? Richtig, da kann man anrufen, jawohl. Ja. Was denken Sie, bis wann werden alle Autos mit dieser neuen Nummer ausgerüstet sein? Ja, ich würde sagen, das wird nicht allzu lang gehen. Es gibt vielleicht einen Übergangsfrist von 3, 4, 5, 6 Monaten. Und dann müssen eigentlich alle mit ausgerüstet sein. Ja, das ist ja. Das nimmt niemand ab. Ich kann nicht sehen, dass jemand abnimmt. Das ist einfach die Nummer 079 403 3341. Sie können sie mal probieren. Vielleicht nimmt dann jemand ab. Vielleicht hat es eine Combox. Vielleicht ist er schon ausgestiegen, hat parkiert. Das ist natürlich dann immer das Problem. Also, das ist ein Projekt, das vom BAKOM gemacht wird und unterstützt wird von Swisscom, Orange, Diax und